Ja, herzlich willkommen zum 8. Wochenimpuls Kontemplation Mystik 23. Heute Abend ist die Entscheidung über die Geschichte erst kurzfristig gefallen. Die ausgewählte und für heute vorgesehene hat mich heute Morgen nicht überzeugt. Und dann schwankte ich zwischen zwei und die Entscheidung ist jetzt erst im Laufe des Abends gefallen. Also heute mal wieder eine aus der Zen-Tradition. Die Einsiedelei und der Regenschirm. Ein Schüler hatte intensiv, lange Zeit bei einem Meister geübt und praktiziert. Und er hatte ihn nach dieser langen Zeit entlassen, geh in die Berge, in die Einsiedelei 7 Jahre und praktiziere für dich zur Vervollkommnung deiner Praxis. Der Mönch trat wie ihm geheißen und nun waren die 7 Jahre um. Und je näher der Morgen des Abstiegs aus der Hütte der Einsiedelei oben in den Bergen hinunter ins Kloster des Meisters rückte, desto mehr beschäftigte ihn: Wie wird er mich prüfen? Was wird er mich fragen? Und dann war der Morgen gekommen. Und er stieg herab aus seiner Einsiedelei hinunter nach Kyoto. Und wie in Kyoto so oft, es regnete in Strömen. Nun hatte er glücklicherweise einen Regenschirm dabei. Betrat das Kloster, ging zur Hütte des Meisters, wurde auch schnell eingelassen, legte draußen seinen Regenschirm ab. Der Meister hieß ihm Platz nehmen, bot ihm einen Tee an und fragte: Es regnet. Hattest du einen Regenschirm dabei? Ja, antwortete der Schüler, ein bisschen genervt von der Frage. Er hatte da doch Bedeutsameres und Wesentlicheres erwartet. Bei dem Wiedersehen nach der langen Zeit. Aber der Meister fuhr fort: Wo hast du ihn denn abgestellt? Vor der Treppe oder auf der Veranda? Der Schüler antwortete schon ein bisschen unwillig: Auf der Veranda. Dem Meister war es noch nicht genug. Wie hast du ihn abgestellt? Die Spitze zur Treppe oder zur Tür? Liegend oder aufrecht stehend? Links oder rechts von der Eingangstür? Der Schüler ward verlegen, auch ein bisschen ärgerlich ob dieser unnützen Frage und musste gestehen: Ich weiß es nicht. Daraufhin antwortete der Meister: Gut, geh nochmal 7 Jahre in deine Einsiedelei, dann wirst du es wissen. Und wieder 3 Minuten,
zum Nachklingen, Nachspüren, hoffentlich nicht allzu viel Nachdenken. Drei. Gedanken zu meiner Spür-, Fühl- und Erforschungsrichtung im Blick auf diese Geschichte. Hart und klar. Hart nach 7 Jahren des geduldigen Praktizierens. Dieser Verweis. Und ich kann den Schüler gut verstehen, wie oft stand ich vor dem Gespräch, vor dem Doxan, vor dem Gesprächsraum bei Willigis. Früher stand man noch, also war meist eine lange Reihe, 3, 4, 5, 6 Leute. Dann standen da 3, 4 Stühle und man setzte sich dahinter, rückte dann immer eins vor, bis mir der Nächste im Gespräch war und dann stand man. Bis die Glocke ertönt, um sofort sozusagen losgehen und stürzen zu können, ganz bereit. Und da stand ich und überlegte mir, was ich sagen will und soll, was er mich wohl fragen wird. Und so kann ich mich gut einfühlen nach dieser langen Zeit im Blick auf diese erste Begegnung.
und an das Regenschirm. Sonst nichts. Hart. Und? Klar. Ganz eindeutig, wohin die Praxis zu führen hat. Kein luftiges Abheben, kein Wolkenkuckucksein, kein Paradies. Ganz schlicht, hier, jetzt. Es regnet, hast du deinen Regenschirm dabei? Wo hast du ihn abgestellt? Und immer geht es darum, was ist jetzt? Und zwar nicht in einer Vorstellung, was nach diesen 7 Jahren, vielleicht hast du auch schon 20, die du da rumsitzt, was da jetzt dran wäre und angemessen und wie es zu sein hätte. Nein. Tadellose Ehrlichkeit, was ist jetzt? So sitzen wir. Im Platz lass dich nieder, richte dich auf, sei und bleibe da. Nur das. Was ist jetzt? Und es mag sein, dass in Vorstellungen, was nach deiner Zeit des Praktizierens zu sein habe, uninteressant. Gutes wahrzunehmen und zu enttarnen als das, was es ist, eine Vorstellung, also etwas, was du vor dich stellst und damit zwischen dich und die Lebendigkeit dieses Augenblicks. Was wird der Meister mich wohl fragen? Wie wird er die Tiefe meiner Meditation prüfen? Ganz einfach. Es regnet, hast du deinen Regenschirm dabei, wo hast du ihn abgestellt? Sei da. Sei genau da, wo du bist. Mit Haut und Haaren, ganz wach, ganz bewusst. Darum geht's, das üben wir. Und das, was sich da oft einschleicht, an Erwartung, an Konzept, an Vorstellung, enttarnen es als das, was es ist, Vorstellung. Es geht ja immer um diese eine und entscheidende Frage, bist du da, jetzt in diesem Moment oder nicht? Bist du im Leben, im vollen Kontakt? In Fühlungnahme, in Berührung. Mit offenem Herz, präsent und gegenwärtig, oder bist du nicht da? Unberührbar, abgeschottet, tot. Darin üben wir uns ein, in der formalen Praxis. Und damit, darin üben wir uns ein in aller informellen Praxis. In all den Bemühungen um Übung im Alltag und um Alltag als Übung. Wirklich in dem zu sein, in dem du bist. Präsent, wach, gegenwärtig. Das ist der Weg. Und jedes Donnerstagabendlich und auch sonstige herzlich willkommen. Ist immer eine Einladung. Wohin? Herzlich willkommen in diesen Augenblick. Jetzt, hier, so. Und er ist der wahre Lehrer. Der Vollkommene. Der Augenblick. Ihm weiche nicht aus, aus ihm flüchte nicht, ihn verdränge nicht. Gib dich ganz und gar hinein. Aber das wäre schon die Geschichte von dem König und dem Bettler
und dem Reiskorn. Die soll aber nicht heute Abend, sondern ein andermal erzählt werden. Soweit zur Geschichte des heutigen Abends.